Hallo und herzlich willkommen zu Bürgerfragen, Ärzte antworten live. Heute aus dem Klinikum Bielefeld-Rosenhöhe in Bielefeld-Brackwede. Ich sitze hier heute mit Dr. Schildknecht. Er ist Leiter der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie hier am Standort Rosenhöhe und wird mir heute einige Fragen zum Thema künstliches Schultergelenk beantworten. Wie immer können natürlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer gerne Fragen stellen und sich einfach per Kommentar melden, wenn es da was gibt, was ihr gerne wissen möchtet. Das lassen wir dann einfach einfließen. Herr Dr. Schildknecht, da würde ich mal sagen... Guten Tag auch von mir. Genau, stellen Sie sich doch einfach einmal vor. Mein Name ist Schildknecht, ich bin orthopädischer Chirurg und ich arbeite hier an der Rosenhöhe. Das ist ein Krankenhaus im Süden von Bielefeld und das hat so ungefähr 300 Betten. Wir sitzen hier oben wunderschön eigentlich auf einem Hügel und gucken aus den oberen Stockwerken weit in das Land Richtung Paderborn hinein. Die Klinik hier ist sowohl orthopädisch tätig als auch unfallchirurgisch tätig. Also wir versorgen sowohl Patienten, die mit dem Rettungswagen kommen, als auch Patienten, die in unseren Sprechstunden unterwegs sind. Wir bauen bei den künstlichen Hüftgelenken unter anderem Hüfte und Knie ein, wie das viele andere auch tun, und halt eben dann auch Schultern. Und mit diesen künstlichen Schultergelenken wollen wir uns ja heute beschäftigen. Und dazu soll ich hier Rede und Antwort stehen, und das will ich gerne tun. Ich beschäftige mich da schon relativ lange mit Schulterchirurgie, und es kommen eine ganze Menge Patienten hier vorbei, die mich nach ihren Problemen befragen, und ich ihnen versuche zu helfen bei diesen Schultergelenkserkrankungen. Wunderbar. Jetzt haben wir ja den Begriff Schulter schon reichlich genannt in dieser kurzen Zeit, die wir hier jetzt gerade schon live sind. Vielleicht erklären Sie einfach mal, was ist denn überhaupt das Schultergelenk? Wofür brauchen wir das? Was macht das? Ja, wir haben erstmal zwei Schultern, ne? Rechts und links, Rechtshänder und Linkshänder. Und wir haben hier auch so ein Modell mitgebracht. Die Schulter unterscheidet sich eigentlich von den anderen Gelenken dadurch, dass sie ein relativ freies Gelenk ist. Die kann ja sehr gut bewegt werden. Wir haben unheimlich viele Freiheitsgrade. Man kann den Arm rotieren. Und das ist gleichzeitig super, aber es ist halt eben auch die Schwierigkeit an diesem Gelenk, denn dieser relativ große Oberarmkopf hat eine ganz kleine Pfanne als Partner. Das Ganze hängt praktisch, der Gelenkspalt ist senkrecht, und das Gelenk hat überhaupt keine knöcherne Führung, sondern das Gelenk wird einzig und allein durch Bänder, Muskeln und die Kapsel geführt. Und das Gelenk hat halt eben damit im Laufe des Lebens, ist es verschiedenen Kräften ausgesetzt und auch Verschleißerscheinungen ausgesetzt und ist deswegen anfällig sowohl für Verschleißerscheinungen in den Sehnen, Verschleißerscheinungen halt eben, die vom Gelenk ausgehen. Es ist sicherlich auch anfällig für die Instabilität, weil halt eben dieser große Bewegungsumfang auch stabilisiert werden muss. Und wenn das nicht mehr funktioniert, ist es instabil. Und wir sprechen heute über was ganz Spezielles, nämlich darüber, dass das Gelenk möglicherweise ersetzt werden soll. Und die Schultergelenke, das ist halt eben, was den Gelenkersatz angeht, durchaus nicht so ein ganz einfaches Gelenk und wird halt eben auch eher etwas seltener angeboten als an Hüften- und Kniegelenken. Wir fangen vielleicht einfach mal ganz vorne an. Jetzt hatten Sie ja schon einmal ganz, ganz vorne erklärt, was ist überhaupt die Schulter, was macht die, warum brauchen wir die und warum ist es so wichtig, dass die mobil ist und brauchbar ist. Dann fangen wir doch mal damit an, was sind denn Gründe, warum unsere Schulter in dem Sinne nicht mehr zu gebrauchen ist, wie sie ist? Also was sind Gründe dafür, dass wir sagen, wir müssen das Schultergelenk ersetzen? Eigentlich kann man insgesamt vier Gruppen, würde ich mal so sagen, grob unterscheiden. Diese vier Gruppen sind zum einen die Gruppe, wo es tatsächlich zu einem Gelenkverschleiß kommt. Da geht der Knorpel durch Alterungsprozesse, reduziert sich in seiner Höhe, es kommt zu Knorpelaufbrüchen, das Gelenk fängt an, sich zu entzünden durch den Knorpelabrieb, das Gelenk deformiert sich dann mit der Zeit. Das kann auch anlagebedingt dem schon Vorschub geleistet werden. Was bedeutet in dem Falle anlagebedingt?
angeboren. Dadurch, dass dann zum Beispiel bei der Pfanne die Verkippung der Gelenkfläche anders ist, als man das eigentlich gerne hätte, nämlich möglichst eher senkrecht zu der Achse des Schulterblattes, ist die dann zum Beispiel mehr nach hinten gekippt. Dadurch entsteht eine schiefe Ebene und das kann man sich vorstellen, dass das zu Scherkräften führt und die mag der Knorpel gar nicht. Und sagt dann irgendwann nach Jahren dann eben so, jetzt geht das so nicht mehr. Ne? Genau, ja. Der Knorpel wird dann immer weniger und dann wird diese Fehlstellung auch verstärkt, weil sich halt eben der Knochen dann auch entsprechend abnutzt in diese Richtung. Die zweite große Gruppe sind die Patienten, die Sehnenprobleme haben, also die Rotatorenmanschette. Die macht so kreisförmig, halbkreisförmig, scheidet die den Kopf ein und sorgt dafür, dass wir den Arm rotieren können, dass wir den Arm auch heben können und dass der Oberarmkopf zur Pfanne anständig gesteuert wird. Und im Laufe des Lebens kommt es zu Durchblutungsstörungen und zu auch Degenerationsprozessen dieser Sehne. Der Kopf verliert sozusagen seine Steuerung, seine Position zur Pfanne. Dadurch tritt er meistens nach oben und dann passt praktisch der Kopf nicht mehr in die Pfanne, sondern steht auf den Kanten und das kann man sich auch vorstellen, das gibt dann vermehrt Druck und auch vermehrt Verschleiß. Das sind die sogenannten Defektarthropathien, wie wir die nennen. Dann gibt es eine kleinere Gruppe von Patienten, die haben Durchblutungsstörungen im Knochen am Oberarmkopf. Das kann durch Medikamente zum Beispiel ausgelöst werden. Und dann gibt es noch als vierte Gruppe die große Gruppe der Patienten, die einen Oberarmkopfbruch erleiden, also die eigentlich eine Unfallverletzung haben. Die Patienten mit Pfannenbrüchen sind da eher seltener, aber die Oberarmkopfbrüche, insbesondere von älteren Patienten, das ist auch eine Gruppe, wo künstliche Gelenke eine erhebliche Rolle spielen. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es sind doch dann in einigen Fällen eher die älteren Patientinnen und Patienten, die da eine Rolle spielen. Das Stichwort Verschleiß ist auch öfter gefallen. Das heißt, das ist auch so die Hauptgruppe, die zu Ihnen kommt aufgrund von dem Bedarf an einem künstlichen Schultergelenk. Das ist richtig. Junge Patienten sind eigentlich nur diese Patienten mit den Durchblutungsstörungen. Die können auch jünger sein. Patienten mit völligen Zerstörungen des Oberarmkopfs im Rahmen von Unfällen. Da kann das eigentlich auch sein, dass man jüngeren Patienten ein künstliches Gelenk einsetzt. Ansonsten sind das wirklich eher ältere Patienten und es dreht sich da mehr um eine Behandlung von Verschleißerkrankungen. Das ist richtig. Ja. Ich sehe gerade, ich glaube, wir müssen das, wenn wir gleich noch was zeigen, das mal so ein bisschen hierhin oder ein bisschen höher halten, damit die Leute das auch in all unseren Medien hier gut sehen können. Genau. Wie sieht denn so ein Ersatz aus? Jetzt haben wir schon gesagt, wann braucht man den? Aber was ist das überhaupt? Was für ein Material besteht der? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe da mal was mitgebracht. Wir haben da mal was vorbereitet. Wir tauschen. Grundsätzlich unterscheiden wir bei den künstlichen Schultergelenken eigentlich zwei verschiedene Formen, zwei verschiedene Bauformen. Das eine ist im Prinzip eine Form, die ist ein anatomisches Gelenk. Da wird im Prinzip der Oberarmkopf durch einen Metallaufsatz ersetzt. Den muss man in dem Schaftbereich verankern. Das kann unterschiedlich sein mit einem ganz kurzen Anteil, nur hier im oberen Anteil oder auch einem längeren Stück, ungefähr bis hier oder wie in diesem Modell, einem sehr langen Schaft. Und die zweite Komponente ist am Schulterblatt. Das ist der Pfannenanteil hier. Und Sie sehen eigentlich, dass das genauso aussieht wie eine herkömmliche Schulter. Kugel, Pfanne und das bewegt sich dann zueinander und die künstlichen Oberflächen praktisch sind jetzt die neuen Gelenkoberflächen und das ist glatt und rumpelt nicht mehr, es gibt keinen Abrieb mehr, die Entzündung geht zurück und damit haben wir ein neues Gelenk. Voraussetzung, dass man solch ein Gelenk einsetzen kann, ist, dass die Sehnen und die Muskulatur intakt sind. Denn das hier muss geführt werden. Und wenn die Sehnen hier drumherum nicht mehr intakt sind, kann das nicht geführt werden, sondern ist instabil. Und das funktioniert natürlich nicht. Jetzt nochmal ganz naiv gefragt. An diesem Part wäre sozusagen jetzt der Arm. Ist der Arm? Und genau. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und man hat es ja gesehen, plötzlich ist der Bewegungsspielraum wieder so, wie man sich das gewünscht hat.
oder genau, wie man das eben mal gewohnt war. Jetzt gibt es eine zweite Bauform und die zweite Bauform, die ist gänzlich anders. Die ist auch so in der Schulter einzusetzen, aber jetzt wird im Prinzip das anatomische Prinzip komplett umgedreht. Mhm. Deswegen nennen wir das inverse Prothese oder umgedrehte Prothese. Hier sieht man es nochmal im Vergleich. Jetzt wird aus dem Kopf eine Pfanne und aus der Pfanne wird ein Kopf. Dadurch entsteht ein völlig anderes Gelenk und das ist geführt, dadurch, dass jetzt diese Pfanne auf diesem Kopf praktisch rotieren kann, hat sie eine gewisse Stabilität in sich. Sie kann nicht mehr so richtig verrutschen. Und diese Gelenke haben den Vorteil, dass man die Sehnen nicht alle braucht. Die obere Sehne braucht man nicht unbedingt, den Supraspinatus. Schön ist es, wenn man den Infraspinatus hat. Und den hinteren Anteil der Rotatorenmanschette, den sollte man haben, damit man eine anständige Außendrehung hat und auch hinter den Kopf kommt. Hauptsächlich wird dieses Gelenk bewegt durch den äußeren Schultermuskel, den wir hier außen auf der Schulter auch selber gut tasten können. Diese inversen Prothesen sind in der letzten Zeit enorm gewachsen. Und es war früher so, dass es mehr anatomische Prothesen eingesetzt worden sind und sehr wenige inverse Prothesen. Seit 2014 haben sich praktisch diese Zahlen gekreuzt. Und seitdem ist es eine zunehmende Anzahl dieser inversen Prothesen und eine sehr stark abnehmende Anzahl dieser anatomischen Prothesen, die wir einbauen, weil die hier einfach extrem stabil und extrem erfolgreich sind. Ist das auch der Grund, also dass man sagt, die ist eben universeller einsetzbar bei mehreren Patientinnen und Patienten, weil hier auch es durchaus sein kann, dass die Sehnen eben nicht mehr so intakt sind, wie es hier ja wirklich tatsächlich nötig gewesen wäre. Sie haben bei dieser Prothese weniger Voraussetzungen, die Sie am Gelenk haben müssen, als bei dieser. Und Sie können bei dieser Prothese zusätzlich oder diesem künstlichen Gelenk zusätzlich noch vor allen Dingen auf der Pfannenseite erhebliche Korrekturen einbauen, sowohl knöchern als auch mit Metallstücken, um Knochendefekte oder Deformierungen, die im Rahmen des Verschleißes entstanden sind, zu kompensieren. Und das ist eigentlich etwas, was in der letzten Zeit enorm weiterentwickelt worden ist. In den letzten 5 bis 8 Jahren gab es in diesem Bereich eine enorme Weiterentwicklung. Also das sind die beiden Formen von Schultergelenksprothesen, die man eben bekommen kann. Genau. Und Sie fragten ja eben noch nach den Werkstoffen, die verwendet werden. Es werden eigentlich überwiegend Werkstoffe verwendet, wie in anderen Prothesen am Knie und an der Hüfte auch. Da wird sowohl Titan verwendet als auch chirurgischer Stahl, wie zum Beispiel hier. Und Kunststoffe hier auf der Pfannenseite, hier auf der Oberarmseite Kunststoffe verwendet, also Polyethylen als Gleitpaarung. Es gibt noch einen Werkstoff, der bei manchen Sonderformen eingesetzt wird. Das ist Pyrocarbon, ein Art Kohlefaserstoff, das ist aber Ausnahme. Der wird auf der Oberarmkopfseite manchmal verwendet. Jetzt wissen wir, was da eingesetzt wird. Jetzt wäre noch meine Frage, sicher ist es ja nicht so, jemand hat Schmerzen in der Schulter und dann kommt er zu Ihnen und dann sagen Sie, okay, wir machen ein neues Schultergelenk da rein. Wie ist denn dieser, vielleicht einmal muss man ja sagen, einmal eigentlich der Leidensweg der Patientinnen und Patienten, also der Weg von den ersten Symptomen, den Beschwerden, bis hin zur Operation? Da muss man zunächst mal sagen, die Arthrose an der Schulter wird relativ lange von den Patienten toleriert. Wir laufen einfach nicht auf unseren Armen und dann tut das anfänglich am hängenden Arm, am hängenden Gelenk auch nicht so weh. Das heißt, die Röntgenbilder, die man dann bei den Patienten, wenn die in die Sprechstunden kommen, zu sehen bekommen, sind häufig deutlich fortgeschrittener in der Art, wie das deformiert ist, in der Art, wie der Verschleiß auch auf dem Röntgenbild sichtbar ist, als am Knie und an der Hüfte. Auch Bewegungseinschränkungen werden vergleichsweise lange toleriert. Also das geht ja langsam und ja. Die Patienten sind vergleichsweise leidensfähig und haben dann Tricks, wie sie das umgehen. Dann nutzt man vielleicht den anderen Arm, der genau. noch nicht so weh tut. Oder stellt die Tassen ein bisschen weiter unten in den Schrank, weil man nicht mehr so weit nach oben kommt. Also da gibt es schon, das sieht man häufig, dass das relativ weit fortgeschritten ist. Die herkömmlichen Arthrosen, die sieht man im Röntgenbild sehr gut und die entwickeln sich ja so langsam.
Die andere Gruppe der Patienten mit diesen Sehnenverschleißerkrankungen, die sind ja nicht selten auch voroperiert worden, dass sie schon mal in ihrem Leben etwas mit der Rotatorenmanschette hatten, mit den Sehnen an der Schulter und sogar möglicherweise eine Rekonstruktion, also eine Naht der Sehnen gemacht worden ist. Das hat vielleicht auch eine Zeit lang sogar gut funktioniert, aber der Verschleißprozess entwickelt sich weiter und dann dezentriert das Gelenk und das tut dann irgendwann so weh und die Leute kriegen die Arme nicht mehr hoch und haben dann Schwierigkeiten, vor allen Dingen auch sich zu pflegen oder ihren eigenen Hinterkopf zu erreichen oder die Haare zu waschen, Wäsche aufzuhängen. Ja, also extrem eingeschränkt im extrem Alltag. Im Alltag. Und die suchen halt eben dann nach einer Lösung. Und da sind halt eben bei diesen künstlichen Gelenken an der Schulter extrem gute Ergebnisse machbar. Ja, und es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass man... Ich meine, ich weiß das, aber wir erklären das jetzt nochmal kurz, dass man nicht bei Ihnen anruft und sagt, hallo, ich möchte einen Termin für eine künstliche Schulter, sondern meist geht der erste Weg dann doch zum Hausarzt, zur Hausärztin oder zur Facharztpraxis. Das ist so. Die Patienten kommen meistens über die Facharztpraxen oder über die Hausärzte mit schon einem gefertigten Röntgenbild, wo man diesen Verschleißerkrankung oder die Arthrose sehen kann, zu uns in die Sprechstunde. Und wir erörtern dann mit dem Patienten eigentlich erstmal das Krankheitsbild. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass man sich erstmal anhört, welche Einschränkungen sind denn da? Wie ist denn das Leben so gestaltet und was stellt man sich denn vor, wo das denn hingehen soll und was man gerne machen möchte? Und dann wird miteinander besprochen, welcher Aufwand und welchen Nutzen denn ein solches Gelenk hat. Und da es halt ältere Patienten sind, wird auch immer mal wieder diskutiert, Doktor, lohnt sich das denn für mich überhaupt noch? Und wenn es um Eigenständigkeit geht und eigene Versorgung geht und in der eigenen Wohnung sein und solche Dinge, die Benutzung eines Rollators zum Beispiel auch, ja, wenn man sich abstützen möchte und die Schulter tut dauernd weh, dann finde ich, sind das lebenswerte Ziele, die man versucht zu erreichen, wenn man solch ein künstliches Gelenk einsetzt. Und da wir eine relativ sichere Prozeduren haben, kann man das eigentlich auch mit gutem Gewissen anbieten. Gerade dann ist es ja eben auch ein Gewinn von Lebensqualität, ne? Definitiv. Wenn, ja, auf jeden Fall. Das heißt, man hatte den Termin bei Ihnen, Sie haben sich besprochen und haben gesagt, gut, wir sehen hier tatsächlich die Notwendigkeit eines Eingriffs, wir setzen ein künstliches Schultergelenk ein. Wie sieht dann der OP-Tag oder wie sieht auch im Speziellen die Operation aus? Wer ist da beteiligt? Wie ist der Ablauf? Wie lange dauert das auch? Vielleicht noch eins vorweg, was wir machen, damit wir sozusagen überhaupt wissen, wie wir dann im Operationssaal agieren. Zu einer guten Tat gehört immer eine vernünftige Planung. Und da ist eine der großen Entwicklungen eigentlich in der letzten Zeit in der Schulterendoprothetik ist die Dreidimensionalität. Also dass wir hingehen und von diesen Schultern CT-Untersuchungen machen. Die werden in ein bestimmtes Rechenprogramm gebracht und wir können dreidimensionale Modelle der Schultern erstellen. In diesen dreidimensionalen Modellen können wir dann genau sehen, wie die Verformungen sind, wie die Gelenkpartner zueinander stehen und dann in einem zweiten Schritt in diese dreidimensionale Planung, die schon Implantate einfügen und dann sogar eine Simulation der Bewegung dieses Gelenkes machen und uns anschauen, wie kann ich das jetzt positionieren, welche Größe, wo muss ich das hinmachen, damit es gut funktioniert. Und mit diesem sehr ausgereiften Plan dann, einschließlich diesen Simulationen, geht man in den Operationssaal und setzt das um. Ja. Und das ist ein entscheidender Vorteil, den es jetzt in den letzten Jahren gegeben hat und den wir systematisch verfolgen, um halt eben die entsprechend guten Ergebnisse zu bekommen. Und in der Operation selber sind, das geht immer nur im Team, wir sind meistens drei Leute, drei Operateure, die das machen und dann stehen da noch zwei Leute, die eine Schwester am Tisch, die das instrumentiert und die entsprechenden Instrumente angibt, ein Springer, der dafür sorgt, dass alles drumherum vernünftig läuft, ein Narkosearzt, der die Narkose überwacht und dem hilft eine Narkoseschwester. Die Patienten sitzen während der Operation, das kriegen die Patienten nicht mit, die schlafen ein, die werden dann hingesetzt, die schlafen vorher ein ganz normal in Rückenlage und dann setzen wir die hin und in dieser sitzenden Position wird dann über einen vorderen Zugang operiert.
und wird das schön künstliche Schultergelenk eingesetzt. Wir benutzen häufig auch noch einen speziellen Armhalter dafür, der uns die Arbeit etwas erleichtert. Da wird der Arm seitlich so in eine gepolsterte Schiene gelagert und man kann den Arm in verschiedene Positionen bringen und feststellen, sodass man verschiedene Arbeitspositionen hat. Ja. Sie sagten gerade schon, wie im Zuge der Erklärung zur 3D-Planung, dass Sie schauen, welche Größe eingesetzt wird. Weil es wird ja tatsächlich auch so sein, nicht jede Schulter ist gleich groß, nicht jede Person hat wahrscheinlich auch eben, Sie sagten ja schon, verschiedene Verformungen. Das heißt, es gibt verschiedene Größen, kann man sich das vorstellen, von XS bis XL und dann wird das entsprechend eingesetzt. Genau. Ja. Also es gibt sowohl, also das sind Systeme, die bestehen aus verschiedenen Komponenten, die in ihren Größen variabel sind. Die können miteinander kombiniert werden und die werden dann für den Patienten praktisch individuell zusammengesetzt. Und die Planung zeigt uns dann, welche Größen wir auswählen sollten und wo die Position dieser Implantate sein sollte. Das kann durchaus sehr anspruchsvoll sein, wenn man bedenkt, dass vor allen Dingen pfannenseitig die Deformierungen halt eben so sind, dass man dort die ursprüngliche Pfanne gar nicht mehr erkennen kann oder auch Knochen fehlt und man diesen Knochen überhaupt erst aufbauen muss, was durchaus während der Operation aus dem körpereigenen Knochen, den wir ja wegnehmen müssen, passieren kann. Wir können also ein Stück von dem Oberarmkopf dazu verwenden, um auf der Pfannenseite Knochendefekte wieder aufzubauen. Das nennt man Bio-RSA. Okay. Also man kann da schon sehr geschickt arbeiten. Es gibt da verschiedene Varianten und diese verschiedenen Varianten an dem einzelnen Patienten anzuwenden, dazu hilft halt eben diese Planung und mit diesen Planern in die OP zu gehen. Ja. Und das hat halt eben gegenüber von vor 10 Jahren das Ganze doch deutlich verändert. Wie lange dauert heutzutage so eine Operation? Wir sind im Augenblick so zwischen 1,5 und 2 Stunden da unterwegs. Das ist beliebig, wenn das beliebig komplex wird, kann es auch länger dauern. Manchmal geht das auch etwas schneller, aber so in dem Dreh. Ja. Die OP an sich ist eigentlich für die Patienten ganz gut verträglich. Das ist jetzt nicht eine OP, die die älteren Patienten sozusagen an ihre Leistungsgrenze bringt. Das wird eigentlich ganz gut vertragen. Was die Schmerzen angeht, gehen die Anästhesisten hin und legen häufig hier am seitlichen Hals vor der Operation so einen kleinen Schlauch. Und da wird ein Betäubungsmittel dann über eine Pumpe verabreicht, sodass nach der Operation eigentlich die Schmerzen in der Schulter durch diese Betäubung deutlich reduziert werden und man das gut ertragen kann. Wir können dann diese Pumpe individuell ein bisschen dosieren und können die dann langsam ausschleichen. So dass man nicht aufwacht und dann eben direkt sofort diesen Schmerz hat, spürt, sondern aufwacht und eigentlich vergleichsweise easy ist, was die Schmerzen angeht. Und dann im weiteren Verlauf können wir den reduzieren und können den dann nach 2, 3 Tagen meistens entfernen und dann ist das sehr gut. Das bedeutet, die Patientinnen und Patienten kommen nach der Operation wahrscheinlich erstmal auf das Zimmer, weil die stationär bleiben. Dazu können Sie gleich auch nochmal ein bisschen mehr sagen. Und wie ist dann der weitere Weg von der Operation bis hin zur Entlassung aus dem Krankenhaus? Man kann diese Operation nicht über irgendwelche ganz kleinen Schnitte machen. Das funktioniert einfach nicht. Die Patienten sind um die 6 Tage herum, 7 Tage herum stationär in den meisten Fällen. Wir gehen hin und belasten die Schulter nicht gleich vollständig. Es muss immer der Innendreher eigentlich, also ein Teil dieser Sehnen, abgelöst werden, damit man in die Schulter überhaupt hineinkommt und die operieren kann. In den meisten Fällen heften wir den auch wieder an. Und das möchte ich gerne, dass der einwächst und der sollte durch massive Bewegung am Anfang nicht so belastet werden. Deswegen wird nach der Operation so eine gewisse Phase die Schulter noch beruhigt, bevor so eine intensivere Rehabilitation beginnt. Das ist meistens so 4 Wochen nach der OP. Und in der Zeit ruht die Schulter praktisch ein bisschen. Es wird schon Physiotherapie betrieben, aber nicht so, wie man das sich vielleicht vorstellt, dass das gleich richtig losgeht. Es ist ein klein bisschen verzögert, zum Beispiel zum Knie oder zur Hüfte. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Anschlussbehandlung. Wie sieht das aus? Also dann bin ich aus dem Krankenhaus eben wieder entlassen, ich bin wieder zu Hause. Da werde ich ja sicher nicht allein gelassen.
Wir sorgen eigentlich, also wir besprechen das vorher mit den Patienten. Es ist halt eben diese Übergangszeit, in der man vielleicht doch etwas Hilfe braucht, um dann in die stationäre oder ambulante, das machen auch viele in der ambulanten Rehabilitation dann, die Gebrauchsfähigkeit des Gelenkes zu steigern und die Muskulatur praktisch an das neue Gelenk zu gewöhnen, sodass dann das wieder einsatzfähig wird. Meistens braucht das um die 8 Wochen insgesamt, ja, dass man das wieder richtig einsetzen kann. Und der Kraftaufbau, vor allen Dingen auch bei den inversen Prothesen, wo die Muskulatur sich schon ein bisschen an diese geänderte Gelenkgeometrie adaptieren muss und man auch etwas mehr Kraft braucht, das dauert halt eben eine gewisse Zeit. Ja. Das muss man dann trainieren. Aber da ist der schon im Alltag einsatzfähig, der Arm. Können Sie sagen, wann, also das ist ja sehr individuell sicher, wie viel man auch vielleicht selbst investiert in die Reha oder eben auch, ja, wie der körperliche Zustand generell ist. Aber ab wann ist so ein künstliches Schultergelenk wieder so einsetzbar, wie das Schultergelenk im gesunden Zustand gewesen wäre? Oder ist es das überhaupt? Die meisten Patienten haben ja einen gewissen auch muskuläre Schwäche durch die längerfristigen Probleme, die sie vorher hatten. Ich würde mal sagen, nach 3 Monaten ist das eigentlich weitgehend alles eingeheilt, dann können sie das belasten. Dass wir Ihnen jetzt raten, mit einem künstlichen Schultergelenk Schwerstarbeit zu machen, dem ist nicht so. Man muss sich immer vorstellen, dass an diesem Gelenk der ganze Arm dran ist und dass, wenn man in der Vorhalte am langen Arm Sachen vor sich herträgt, von mir aus 5 Kilo, was weiß ich, dass über diesen langen Hebelarm enorme Kräfte in der Schulter zustande kommen. Und die meisten Patienten, die diese künstlichen Schultergelenke bekommen, sind auch keine Patienten, die jetzt Schwerstarbeit machen wollen. Das muss man ganz klar sagen. Ganz normale Arbeiten im täglichen Leben, den Garten und so weiter, das ist alles möglich, ist alles nicht wirklich ein Problem. Schwerstarbeit, wie gesagt, Tragen von Säcken über 20 Kilo und sowas, das sollte man nicht unbedingt nicht mit Schultern systematisch machen. Das ist nicht sinnvoll. Ist vielleicht auch eine gemeine Frage, aber was kann schiefgehen bei diesem Eingriff? Das ist gar keine gemeine Frage, weil das ist eine vernünftige Frage. Immer wenn man etwas handwerklich tut, kann selbstverständlich auch was schiefgehen. Das ist definitiv so. Grundsätzlich ist es so, dass diese Beschäftigung mit der Dreidimensionalität eines der größeren Probleme, nämlich dass die künstlichen Gelenke innen irgendwo anschlagen können, die können Sie dadurch doch deutlich minimieren, diese Problematik. Das führt nämlich zur Abnutzung dann und zur Lockerung. Das ist aber, kann immer noch ein Problem sein. Selbstverständlich können Sie ganz normale Komplikationen haben, wie Infektionen, Blutungen, Nachblutungen, Wundheilungsstörungen, um so etwas herum. Insbesondere dann, wenn Medikamente wie Cortison oder sowas zusätzlich bei dem Patienten eine Rolle spielen. Sie können Knochenbrüche induzieren, wenn Sie da zu fest draufschlagen oder wenn Sie da die Schrauben falsch setzen, können die nicht richtig fest sein. Oder wenn Sie die Position der Prothesen machen, das frühzeitig sich lockern. Sie können durch halt eben übermäßigen Gebrauch, also dieses Schwerstarbeit, das auch vorzeitig abnutzen, dass Ihnen das nicht 10, 12, 15 Jahre hält. Das kann schon was schief gehen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da nicht, ja, Instabilität kann man bekommen, vor allen Dingen bei den Prothesen, das geht aber auch bei den inversen Prothesen, dass man Instabilitäten induzieren kann. Da würde ich denken, das sind eher Sachen, die dem Operateur eigentlich nicht unterlaufen sollten. Der Fehlgebrauch eines Gelenkes im Sinne von Überbeanspruchung oder wilden... Wenn man zu früh zu viel will, wahrscheinlich. Genau. Das ist dann eher patientenseitig auch als Problem zu sehen. Ja. Aber die Häufigkeiten solcher Probleme bei der Schulter? Wenn die Patienten, wir geben regelmäßig Nachbehandlungsprogramme mit, das heißt eine Art Anleitung, kann man vielleicht sagen, wie man sich nach unmittelbar in den ersten 6, 8, 10 Wochen nach der Operation verhalten soll.
Und die meisten Patienten haben dann ein vergleichsweise hinterher, nachdem sie das fertig haben, ein vergleichsweise natürliches Verhalten dazu, sodass ich da eigentlich nicht so große Probleme sehe. Das ist intuitiv. Das ist intuitiv, fast, dass die dann sagen, ja, also das geht und das geht halt eben einfach. Ja. Das mache ich auch nicht. Ja. Ich gehe halt eben auch als 75-Jähriger nicht mehr unbedingt boxen oder mache da irgendwelche wilden Handstände oder sowas. Ja, Sie hatten es gerade schon gesagt, von den Einschränkungen haben wir ja schon jetzt gesprochen. Das heißt, der Erfolg dieser Behandlung ist dann eben auch davon abhängig, dass man sich auch an Ihre Regeln, also an dieses Handbuch, was Sie am Ende mitgeben, dass man sich daran entsprechend hält. Sie hatten gerade was gesagt von 10, 20, 15 oder 10, 15, 20 Jahren. Ist das tatsächlich so, dass so ein Gelenk ersetzt werden muss im Laufe des Lebens? Das gilt ja für alle künstlichen Gelenke, egal welches künstliche Gelenk, unterliegen künstliche Gelenke genauso der Abnutzung wie unsere herkömmlichen Gelenke. Und da sind wir weit davon entfernt, am Knie, an der Hüfte oder an der Schulter Perfektion zu üben. Und auch Schultern können locker werden und auch Schultern können ausleiern und abnutzen. Und es ist so, dass man sich dort auch mit Revisionsfällen beschäftigen muss, wenn die abnutzen, ausbrechen durch Unfall zum Beispiel oder locker werden im Verlauf oder ein Infekt vorhanden ist, dann kann es sein, dass man das wechseln muss. Und es gibt inzwischen da auch einiges an Wechselmöglichkeiten, sodass man durch Verkürzung zum Beispiel auf der Oberarmseite des Schaftes und ähnlicher Sachen eigentlich dann ganz gute Voraussetzungen schafft, um einen Wechsel zu machen, wobei der Wechsel meistens, wenn überhaupt problematisch, auf der Pfannenseite problematisch ist und nicht auf der Oberarmseite. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass das Gelenk eben gewechselt werden muss, aber auch das ist durchaus möglich und es ist jetzt nicht so, dass man da denkt, oh Gott. Dass das gar nicht geht. Genau. Da die Patienten meistens älter sind, sind die Wechsel eigentlich eher nicht so häufig. Lassen wir mal so stehen, genau. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, die Möglichkeiten, die sozusagen dieser Gelenksersatz uns geben kann. Gibt es denn Alternativen, wenn jetzt jemand sagt, das ist mir nicht geheuer? Oder also was kann man machen? Es gibt ja auch sicher Schritte, die kommen, bevor man sich entscheidet, hier hilft jetzt nur noch ein künstliches Gelenk. Was können Sie dazu sagen? Dieser Übergang zwischen den Sehnendefekten und dem Verschleiß, dass man frühzeitig praktisch Sehnendefekte behandelt, kann einen zumindest zeitlich vor einem sich entwickelnden Verschleiß helfen. Es gibt die Möglichkeit, bei den Defektarthropathien, also da, wo das Gelenk praktisch durch den Verlust der Sehnen dezentriert, Zwischenschritte zu machen. Da gibt es zum Beispiel bestimmte Kissen, die man einlegen kann. Das ist relativ simpel, also operativ einlegen kann unter das Schulterdach. Man kann versuchen, die Sehnen doch noch zu rekonstruieren, wenn es vielleicht geht. Da hilft manchmal sogar auch nur eine Teilrekonstruktion der Sehnen. Das muss nicht immer vollständig sein. Es gibt Möglichkeiten, dass man Verschleißerscheinungen im Frühstadium auch versucht, durch eine Spiegelungsoperation zu minimieren, dass man also Knochenvorsprünge oder so etwas abträgt und innen drin etwas sauber macht und dadurch zumindest eine gewisse Zeit lang die Symptomatik zurückdrängt oder minimiert. Man kann mit Medikamenten arbeiten, ganz ohne Operation. Kapsel dehnen, Beweglichkeit erhalten, Belastung reduzieren, aber Bewegung erhalten, also nicht schwer heben und so weiter. Das machen die Leute ja schon intuitiv, aber das auch wirklich konsequent umzusetzen. Das sind dann so Sachen, die man machen kann, die man ja aus der allgemeinen Arthrosebehandlung an Knie und Hüfte auch schon kennt. Also das ist da auch an der Schulter nicht großartig was anderes. Gibt es Patientinnen und Patienten, wo Sie sagen, hier wäre eigentlich ein künstliches Gelenk vonnöten, aber es ist nicht möglich? Also gibt es Fälle, wo Sie sagen, hier können wir leider kein künstliches Gelenk einsetzen? Das gibt zum einen von der Patientenseite selber aus, also wenn die Leute sehr schwer krank sind und der Operation an sich
ganz viele Argumente entgegenstehen. Situationen, die wir häufiger mal erleben, wo wir dann letztendlich sagen, die Gefahr der Operation ist größer als der Benefit für den Patienten. Dann gibt es Situationen, in denen die Zerstörung des Gelenkes so weit fortgeschritten ist, dass man einfach gar kein vernünftiges künstliches Gelenk mehr einsetzen kann. Das ist vor allen Dingen auf der Pfannenseite so. Weil man sieht ja hier, also das kann man jetzt möglicherweise in der Kamera nicht gut erkennen, aber es wird ja wirklich dann eben in dem vorhandenen Knochen verankert. Und wenn diese Verankerung nicht mehr möglich ist, kann man das Gelenk nirgendwo festmachen. Ne? Es gibt schon Möglichkeiten, dass man die Verankerung sozusagen auch schafft. Mhm. Also dass man das in mehreren Schritten macht und dass man zunächst ein Stück Knochen aufbaut, um dann später, wenn das eingewachsen ist, auf diesen Knochen wieder Teile des Gelenkes aufsetzt und die dann auch richtig verankern kann, weil der inzwischen mit dem körpereigenen Knochen, der transplantierte Knochen, verwachsen ist. Ist das ein künstlicher Knochen oder ist das ein Körper, also ein Das ist teils körpereigener Knochen, den kann man zum Beispiel vom Beckenkamm holen. Es gibt auch die Möglichkeiten, Fremdknochen zu verwenden aus Knochenbanken, die im Rahmen vor allem von Hüftendoprothesenoperationen gewonnen werden, Hüftköpfe, die dann aufbereitet werden. Das sind Möglichkeiten und es gibt auch Möglichkeiten inzwischen, das aus Metall, Stichwort wieder diese 3D-Planung, dass man dann mit bestimmten Firmen zusammen sozusagen diese Defekte metallisch ersetzt. Aber dazu muss man auch irgendetwas haben noch, worin man verankert. Aber da sind teilweise Versorgungen möglich, wo man vor vielleicht 10 Jahren noch gesagt hätte, um Gottes Willen, da geht nie irgendjemand dran. Ja. Die sind jetzt möglich mit auch teilweise wirklich abenteuerlichen Schraubenpositionen, wo man dann verankert. Aber durch die Vorab-CT-Planung und dann durch die individualisierte Konstruktion, die dieses Implantat dann hat, die auf diese Situation von der Firma für den einzelnen Patienten hergestellt wird, kann man dann solche Katastrophensituationen, muss man ja wirklich sagen, auch noch behandeln. Das ist sicher der Ausnahmefall. Das ist aber Ausnahme. Ja. Wir sprachen gerade schon darüber, dass natürlich so eine Prothese eben Lebensqualität zurückgibt, dass sie aber, dass man eben doch keine Zementsäcke mehr schleppen sollte. Gibt es im Alltag Situationen, wo einem eine künstliche Schulter die Patientin oder den Patienten tatsächlich einschränken könnte? Also muss man sich Sorgen machen, dass man am Flughafen plötzlich anfängt zu beten? Das wird man definitiv, weil das meistens doch eher größere Implantate sind und die sind auch metallisch im Detektor in den meisten Fällen vorhanden. Das heißt, man kriegt einen Prothesenpass ausgehändigt, in dem steht dann auch drin, was das für ein Modell ist. Den kann man dann entsprechend vorzeigen. Den kann man vorzeigen, den sollte man auch gut aufbewahren, falls mit dem künstlichen Gelenk mal was ist, damit man weiß, was da drin ist, um dann gegebenenfalls auch Teile zu ersetzen. Es kann ja manchmal auch sein, dass man nur einen Teil dann ersetzen muss, wenn da irgendwas mit problematisch ist und nicht das Ganze. Die Einschränkung, es ist nicht immer so, dass man eine komplette Beweglichkeit des Gelenkes bekommt. Bei den inversen Prothesen ist jetzt durch die neueren Entwicklungen, es geht um die Ausstellung, um die Vorspannung von Weichteilen und Muskeln. Da wird im Augenblick auch sehr stark dran geforscht, wie man das gestalten soll. Das ist noch nicht abschließend geklärt. Aber da sind vielversprechende Ansätze, die jetzt schon umgesetzt werden, die zu einer besseren Beweglichkeit führen. Was aber zumindest in den, sage ich mal vor 5, 6 Jahren, war es so, dass man entweder mehr Außendrehung oder mehr Innendrehung hatte, wenn man inverse Prothese hatte, weil die halt eben eine gewisse Einschränkung in der Rotation hatte. Mhm. Also das heißt, man konnte sich ein bisschen einstellen darauf, entweder komme ich hinter den Kopf oder an den Hintern. Das ist inzwischen nicht mehr so. Das kann man inzwischen durch die modernen Prothesendesigns deutlich besser gestalten und die Beweglichkeit verbessern für die Rotation. Das ist aber von dem individuellen Fall auch abhängig und was man da für Voraussetzungen hat und wie die Beweglichkeit vor allen Dingen auch vorher ist, weil wir auch, wir verändern ja jetzt knöcherne Konstellationen, aber was wir nicht großartig teilweise verändern können, sind bindegewebige oder muskuläre Verkürzungen oder Sehnenverkürzungen. Das geht halt eben an der Schulter nicht einfach so. Wir brauchen die Sehnen und die Muskeln dort und wenn die jetzt krank sind, massiv oder verkürzt oder nicht gut funktionieren, dann können wir das mit der
mit dem künstlichen Gelenk nur sehr eingeschränkt teilweise verändern. Und dann kann es natürlich sein, dass das zwar weniger wehtut, aber immer noch eingeschränkt beweglich ist. Jetzt gibt es ja, Sie hatten vorhin auch als Prothese noch das Knie erwähnt oder die Hüfte. Jetzt gibt es ja am Körper reichlich Gelenke. Kann denn jedes Gelenk durch so eine Prothese ersetzt werden? Weil die Schulter ist ja doch schon auch sehr komplex. Das ist richtig. Die Schultergelenke sind die dritthäufigsten Gelenke, die wir ersetzen. In Deutschland werden ungefähr 260.000 Hüftendoprothesen eingesetzt, ungefähr 160.000 Knieendoprothesen und jetzt Achtung, 20.000 Schulterprothesen. Also man sieht schon mal allein von der Menge her, wie unterschiedlich das ist. Noch seltener werden Sprunggelenksprothesen, also unten vom oberen Sprunggelenk künstliche Gelenke eingesetzt oder Ellenbogengelenke. Es gibt auch Handgelenksprothesen, Finger- und Zehen künstliche Gelenke. Die sind aber werden noch seltener eingesetzt. Diese künstlichen Gelenke sind sehr individuell mit dem Patienten zu besprechen, ob das Sinn macht, haben teilweise Einschränkungen, technisch teilweise, was die Dauerhaftigkeit angeht, problematisch bzw. sind sehr lange Standzeiten solcher Gelenke teilweise nicht vorhanden, sodass man da sehr zurückhaltend teilweise ist, die einzusetzen, auch wenn es die gibt. So zum Beispiel ist am Ellenbogengelenk das so, wenn Sie ein künstliches Ellenbogengelenk einsetzen, darf der Patient den Arm nicht mehr als 3 bis 5 Kilo Tragelast belasten, sonst lockern die in kürzester Zeit aus. Und solche Einschränkungen, die muss man natürlich mit dem Patienten besprechen. Und die meisten Patienten sagen dann, nee, das kommt für mich einfach nicht in Frage. Und da sollte man als Operateur halt eben auch die Verantwortung tragen und sagen, ich kann nicht einem Patienten, der im Arbeitsleben steht, eine Ellenbogengelenksprothese einsetzen und von ihm verlangen, dass er 3 bis 5 Kilo einhält. Ja. Da muss ich mich nicht wundern, wenn er nach 3 bis 5 Jahren wiederkommt und die Ellenbogengelenksprothese ist locker. Ja. Und dann kriege ich bei den Revisionen bei ausgelockerten Ellenbogengelenksprothesen, dann geht es relativ schnell, wird es relativ schwierig. Können Sie noch so einen kleinen Ausblick geben? Sie haben ja heute auch häufiger gesagt und öfter, das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Verschiedene, zum Beispiel, dass die Mobilität dann doch besser ist, als sie vorher war mit einem künstlichen Gelenk. Was wäre denn so Ihr Ausblick für die nächsten 5 bis 10 Jahre im Bereich des künstlichen Schultergelenks? Was glauben Sie, was kommt dann noch so? Wir sind, wenn man so die Endoprothetik insgesamt betrachtet, ist eigentlich das, was zurzeit in der Schulter passiert, fast der spannendste Sektor. Das bezieht sich so vor allen Dingen auch auf das Implantatdesign, wo sich sehr viel getan hat. Das bezieht sich darauf, dass halt eben die inverse Endoprothetik extrem sich entwickelt. Das bezieht sich auf diese dreidimensionale Analyse und Planung. Und es ist im Augenblick, wird auf dem Sektor weitergearbeitet, es wird weiter digitalisiert und es sind jetzt die ersten 3D-Brillen unterwegs, mit denen man im OP steht und sozusagen die Planung in eine Brille virtuell gespielt bekommt, sodass man die praktisch nicht mehr sich irgendwo hinwenden muss und die nicht weit weg ist, sondern man sie während des Operierens praktisch schon abrufen kann. Und es ist auch schon die ersten Ansätze dazu, dass man intraoperativ diese dreidimensionalen Planungen mit Hilfe von Instrumenten in das OP-Feld praktisch legt und dann mit navigierten Instrumenten in diesem Umfeld arbeitet, um praktisch dann extrem exakt und extrem genau diese Planungen in das OP-Feld zu setzen. Das Problem ist eigentlich für uns Operateure immer das Gleiche. Wir sitzen praktisch vor der Schulter und Sie müssen sich vorstellen, Sie können nichts von dem Knochen sehen, außer der Planfläche vor sich. Sie haben keine Ahnung, wie die Ausrichtung eigentlich ist nach hinten, weil Sie von dem hinteren Anteil des Schulterblattes nichts sehen. Und wenn Sie glauben dann, dass das die plane Fläche ist, auf die Sie wollen, und die kann durchaus 20 Grad verkippt stehen, nach unten und nach hinten und was weiß ich. Ja, und Sie machen Fehler dann, wenn Sie diese plane Fläche als die Fläche annehmen, die eigentlich Ihre Referenzfläche ist, von erheblichem Ausmaß. Und deswegen ist das
ist diese dreidimensionale Planung und dieses auch, was da in Zukunft kommen wird, dass wir dann im Prinzip als Operateure, ja auch in der Knieendoprothetik und in der Hüftendoprothetik ist das im Augenblick unterwegs, dass wir halt eben in die Lage versetzt werden, genauer zu arbeiten, dass uns Tools in die Hand gegeben werden, dass wir extrem exakt arbeiten können. Das war schon meine letzte Frage heute an Sie. Sie haben mir alle wunderbar beantwortet. Vielen Dank. Gibt es vielleicht noch etwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, wo Sie aber sagen, das muss ich unbedingt noch loswerden, weil es zu diesem Thema einfach noch total wichtig ist? Oder etwas, was Sie unseren Zuschauenden gerne mitgeben möchten, die vielleicht die Möglichkeit sehen, so ein Gelenk mal zu bekommen oder schon eins haben? Auf der Internetseite hier in der Rosenhöhe habe ich so einige Fallbeispiele eingestellt, die, wo man sehen kann, vielleicht mal anhand einer Person, ja, dass ich das nicht nur erzähle, sondern dass das tatsächlich auch funktioniert. Das ist unter anderem eine Dame, die dann plötzlich wieder die Wäsche aufhängen kann, worüber sie sich diebisch gefreut hat. Da sind sehr rührende Geschichten bei, auf jeden Fall. Genau. Also ich glaube, man bedenkt oft gar nicht, dass ja so eine Einschränkung doch auch so ein erheblicher Einschnitt ins Leben ist und was das für eine Erleichterung ist, wenn das dann plötzlich alles wieder möglich ist. Wie das Beispiel, was Sie hatten mit dem Küchenschrank, wo man dann eben doch an die obere Ebene nochmal drankommt. Genau, das sind so typische Folgen des täglichen Lebens, dass dann plötzlich die Küchenschränke oben, da kommen dann plötzlich nicht mehr die Tassen hin, sondern kommen plötzlich nach unten, weil man da auch nicht mehr hinkommt. Ja. Es sind alles einfache Dinge, aber die kann man halt eben durch solche operativen Maßnahmen und die nachfolgende Rehabilitation, das gehört beides zusammen, einschließlich auch das Engagement des Patienten. Also es ist nicht nur der Operateur, es ist bei den Schultern extrem auch der Patient, der mithelfen muss, der das verstehen muss, was er da, was damit eben passiert und er das annehmen muss und umsetzen muss, weil das Gelenk halt eben stark weichteilgeführt ist, weil es halt eben benutzt werden muss. Und weil man anfänglich sicherlich etwas vorsichtig mit ihm umgehen muss, aber weil es dann halt eben auch viel Freude bereiten kann, wenn es dann wirklich gut funktioniert. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für diese Schlussworte. Wenn jetzt jemand zuschaut, der sagt, ach, eigentlich hatte ich doch eigentlich noch eine Frage oder ich traue mich, die hier so öffentlich nicht zu stellen. Ihr könnt gerne jederzeit uns eine Nachricht schreiben oder unter das Video, wenn es hochgeladen ist, noch einen Kommentar setzen oder an info@klinikumbielefeld.de eine Mail schreiben. Die leiten wir an Dr. Schildknecht dann nochmal weiter. Gerne. Und dann gibt es nochmal eine individuelle Antwort. Jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, als vielen Dank, dass Sie sich hier meinen Fragen gestellt haben und unserem Livestream heute. Vielen Dank an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und genau, von mir dann schon mal einen schönen Abend. Von mir auch. Schöne Grüße hier aus den Rosen von der Höhe, mit einem lächelnden Blick über das Land verabschieden wir uns beide und hoffen, Ihnen ein bisschen näher die Schulter und die künstlichen Gelenke an der Schulter gebracht zu haben und vielleicht auf bald mal wieder. Ganz Wiederschauen. Genau. Tschüss.